Die noch im Amt befindlichen FED-Mitglieder sagen es zwischen den Zeilen. Derjenige, der nicht mehr im Amt ist, aber dennoch weiß, was da gespielt wird, der ehemalige New York FED-Chef Bill Dudley, sagt es ganz direkt: Ihr sollt Geld verlieren. Die Investoren müssen und werden Geld verlieren. Die Vermögenspreise müssen nach unten kommen. Die Assetpreise müssen nach unten kommen, damit die FED bei der Bekämpfung der Inflation erfolgreich sein kann. Und die Dickfische, die haben diese Message jetzt verstanden, wie wir gesehen haben. Am Freitag etwa die Bank of America, da spricht man plötzlich von einem Inflationsschock, einem Rates-Schock, einem Zinsschock, der durch die FED kommen werde, und dann einem Rezessionsschock, erwartet eine sich abkühlende Wirtschaft, gleichzeitig deutlich fallende Märkte, S&P 500, das soll unter die 4000 Marke fallen, und auch die Großkunden der Bank of America, und das sind die absoluten Dickfische, die viele, viele Milliarden jeweils in ihrer Verwaltung haben, die sagen, Bill Dudley in everyone's mind right now. Die nehmen das also ernst, was Bill Dudley klar gemacht hat. Und Bill Dudley hatte wörtlich gesagt, die Märkte müssen kooperieren, die Financial Conditions müssen sich straffen, die Märkte müssen kooperieren, was nichts anderes heißt, die Märkte müssen fallen, die Aktienmärkte müssen fallen, die Immobilienpreise müssen fallen, damit diese außer Kontrolle geratene Inflation beherrschbar wird für die Fed, weil sonst verliert sie komplett die Kontrolle. Wenn die Aktien nicht fallen, so hat das Fed auch gesagt, dann muss die Fed sie dazu zwingen zu fallen. Und wie gesagt, diese Botschaft, die ist jetzt bei den Ersten angekommen. Jim Bianco bringt es mal wieder perfekt auf den Punkt. Die Fed hat jetzt den Auftrag von Joe Biden, bring mir die Inflation nach unten. Und wenn das bedeutet, dass die Aktienmärkte fallen wird, dann ist das gut so, sagt sich die Fed. Die sollen nicht komplett crashen, da hängt zu viel dran, aber ein bisschen Luft rauslassen, so stellt man sich das bei der Fed offenkundig vor. Und das ist für die Marktteilnehmer sehr schwer zu verstehen, denn es war natürlich jahrelang genau das Gegenteil der Fall. Da hat die FED die Märkte immer gestützt, ein Sicherheitsnetz gespannt, der sogenannte FED-Put, und jetzt ist alles anders. Aber ich würde in dieser Sache Jim Bianco vertrauen, denn der hat die FED immer richtig eingeschätzt seit dieser hawkischen Wende im November, als Joe Biden Jerome Powell neu nominiert hat, und seitdem sind die Märkte, ist so ein bisschen Sand im Getriebe, noch ist ja noch nicht wahnsinnig viel nach unten passiert, aber wir sehen unter der Oberfläche erste Cracks, könnte man sagen, erste Brüche. Hier sehen wir mal Big Tech, also die großen Tech-Werte, Google, Microsoft, Amazon, Apple, wie sie alle heißen, Nvidia, in Relation zum S&P 500. Also wie verhalten sich die Dickfische, die jahrelang den Markt gestützt haben, nach oben getrieben haben, in Relation zum S&P 500? Und wir sehen, alle weisen derzeit nach unten. Der Nasdaq ist in der letzten Woche 3,6% gefallen. Das ist die schlechteste Woche jetzt seit einem Monat. Und hier Michael gegen Marco 1:0. Michael Hartnett von Morgan Stanley, der immer gesagt hat, so, die Bärenmarkt-Rallye ist jetzt vorbei, während Marco Kolanovic von JP Morgan immer gesagt hat, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Bisher steht es also 1:0 für den Skeptiker, für denjenigen, der sagt, naja, die Party könnte vorbei sein. Schauen wir uns jetzt mal diese Dickfische an, diese großen Tech-Werte im S&P 500, wie Apple, wie Amazon etc. etc. Hier sehen wir die Gewichtung dieser 10 größten Aktien im S&P 500. Liegt bei etwa 30,7% oder lag bei 30,7% jetzt Stichtag Ende März. Jetzt schauen wir allerdings mal an, wie viel die Earnings beitragen zu den Gewinnen im S&P 500. Also das, was die Unternehmen dann faktisch unterm Strich verdienen, die 10 größten in Relation zu dem, was beim S&P 500 der Fall ist. Und hier sehen wir, das ist deutlich weniger, das ist weniger als 24% Tendenz fallend. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, dass faktisch die Gewichtung dieser 10 marktschwersten Aktien zu hoch ist in Relation dessen, was sie eigentlich wirklich mit Fakten auf die Waage bringen, nämlich Gewinne, und das zeigt, dass der Markt in Schwierigkeiten geraten könnte, denn es waren die Dickfische, die mit der hohen Marktkapitalisierung, mit der hohen Gewichtung in den Indizes dementsprechend, die da die Märkte nach oben gezogen haben. Jetzt schauen wir uns auf der anderen Seite mal an, defensive Sektoren, also Healthcare, also Gesundheitssektor, Consumer Staples, Dinge des täglichen Bedarfs etc. etc., das sind verschiedene defensive Sektoren.
Und wir sehen hier, bis auf die Anleihen, die hier auch mit drin sind, TLT, ein ETF, sehen wir, dass alles tendenziell nach oben zeigt und sich über wichtige gleitende Durchschnitte in Relation zum S&P 500 nach oben bewegt hat. Hedgefonds verkaufen, by the way, wie Goldman Sachs hier gesagt hat, massiv, während auf der anderen Seite nach wie vor Geld in Aktienfonds fließt. Nicht durch diese Hedgefonds, aber generell geht da also richtig Geld rein. Aber wir sehen unter der Oberfläche also einen Shift hin zu ganz klar defensiven Werten. Wir sehen, dass die Risikoparameter deutlich jetzt nach unten gegangen sind. Hier gibt es von Goldman Sachs einen Index Risk Appetite, also Risikoappetit. Da sind wir jetzt sozusagen nach dieser starken Erholung wieder ein bisschen nach unten unterwegs. Und Lance Roberts fasst das vielleicht ganz gut zusammen. Ja, nach wie vor ist natürlich die Stimmung relativ bärisch. Das ist vielleicht ein Vorteil. Das Sentiment ist nach wie vor relativ bärisch, aber es ist eben so, dass die fundamentalen Dinge, nämlich diese Zinsanhebung, die Fed erstmal durchziehen wird, bis sie feststellt, oh, wir schießen jetzt wirklich alles hier kaputt, jetzt rudern wir wieder zurück. Dieser Zeitpunkt wird sehr wahrscheinlich kommen, aber der liegt eben noch relativ weit in der Zukunft. Wir müssen uns ja jetzt orientieren daran, was wird jetzt in der nächsten Zeit passieren, wenn wir uns interessieren, wo die Märkte hinlaufen werden. Dementsprechend ist es eben diese Konstellation zu verstehen. Die Dickfische haben die Warnung der Fed jetzt verstanden und dürften so ein bisschen risikoaverser werden. Mal gucken, wie die Privatinvestoren reagieren, ob die immer noch glauben, buy the dip. Wichtig wird jetzt der Finanzsektor. Jetzt beginnt in dieser Woche ja die US-Berichtssaison mit den Finanzwerten, etwa JP Morgan. Wir sehen, dass die Finanzwerte diese Rallye nicht mitgemacht haben, trotz steigender Renditen. Aber die Zinskurve verflachte sich bis zur Inversion, dementsprechend nicht so gut für die Finanzwerte. Aber am Freitag haben wir hier mal gesehen, da könnte was jetzt nach oben kommen bei den Finanzwerten. Wie gesagt, in dieser Woche starten die großen Finanzwerte hier mit ihren Zahlen. Jetzt haben wir heute Fed-Speakers, Bostic, Bowman, Waller, Williams und Evans. Das wird denn nochmal interessant. Mester, auch von der Fed, hat gesagt, und das ist ein extrem wichtiger Satz, Rate Hikes will cool demand. Die Zinsanhebungen werden die Nachfrage abkühlen. Und genau das ist ja das Thema. Wir haben eine heiße Nachfrage nach wie vor bei viel zu geringem Angebot. A, durch Corona, durch jetzt Ukraine-Krieg, wegen Lieferengpässen, Materialmangel etc. etc. Goldman Sachs warnt jetzt sogar davor, die Fed könnte die Zinsen über 4% anheben. Werden wir sehen. Wahrscheinlich wird die Fed über die Bilanzsummenreduzierung kommen. Die wird wichtiger sein. Jetzt schauen wir uns mal die CAPE Valuations an, also das inflationsbereinigte Bewertungsniveau der US-Aktien der letzten 10 Jahre. Und wir sehen, dass wir hier so maßgeblich jetzt im Prinzip über dem Durchschnitt sind. Wir hatten nur zwei Gelegenheiten, wo wir noch krasser im Prinzip überbewertet waren. Das war 1929, also kurz vor dem Crash. Und das war kurz vor dem Platzen der Finanzkrise, respektive der Dotcom-Blase, genauer gesagt. Vor der Finanzkrise waren wir deutlich günstiger bewertet. Und wir sehen hier unten dieses Bild, Jerome Powell, der ja Geld gedruckt hat und das schießt sozusagen da raus. Jetzt sieht man hier dieses Bild, wenn Sie das normalerweise animiert sehen, dann sieht man, wie dieses Geld wieder zurückgesaugt wird. Und genau das ist ja der Prozess. Die Märkte sind gestiegen, weil die Fed praktisch Geld gedruckt hat, ohne Ende diese Liquidität in die Märkte geflossen ist. Jetzt wird dieses Geld wieder eingesammelt und zu erwarten, dass die Märkte dann Hurra schreien, halte ich für durchaus gewagt. We've never experienced an economic cycle that looks anything like this, sagt hier ein Hedgefonds des CIO. Wir haben natürlich jetzt massive Levels von Schulden, von Bewertungen, von Vermögenskonzentration bei immer weniger Leuten, die immer reicher geworden sind. Und es sind die Finanzmärkte, die die Realwirtschaft jetzt treiben, so sagt er, und nicht andersrum. Da ist es sicherlich was dran, wenn Sie vorhin die Bewertungen gesehen haben. Und jetzt gucken wir uns natürlich auch mal den Anleihesektor an. Man kann sich ja die Frage stellen, was ist denn mehr überbewertet? Und natürlich sind Anleihen am überbewertetsten. Das ist ja gar keine Frage, weil sie am stärksten manipuliert worden sind. Hier sehen wir mal den Value of Global Bonds und die Zentralbankbilanzen von Fed, EZB und der Bank of Japan. Wir sehen, das geht relativ parallel, also diese Ausweitung der Liquidität ist vor allem den Bonds zugute gekommen. Das heißt, die
Renditen, die Kurse sind gestiegen, die Renditen sind gefallen für diese Anleihen. Jetzt aber sehen wir genau mit dieser hawkischen Wende der Fed das Gegenteil. Wir haben jetzt in der letzten Woche, in der vergangenen Handelswoche, den größten Anstieg der 10-jährigen Anleiherendite in den USA gesehen, seit Donald 2016 gewählt worden war. Also da passiert was, da ist durchaus Action. Was ist der Sektor, der am fragilsten ist jetzt? Der US-Hausmarktsektor mit einer Immobilienblase, die sich absolut gewaschen hat, die eigentlich noch viel krasser ist als die Immobilienblase vor der Finanzkrise. Allerdings ist es eben so, dass die Leute nicht mehr ganz so gehebelt sind. Also da finden Sie jetzt nicht mehr massenhaft Putzfrauen, die 5 Häuser haben, wie das in The Big Short, diesem Film, so herrlich zum Ausdruck kommt. Aber hier sehen wir mal, dass jetzt so viele Menschen sagen in den USA wie noch nie, es ist eine schlechte Zeit, jetzt ein Haus zu kaufen. Und wir sehen jetzt bei Immobilienplattformen erstmals, dass zunehmend Angebote im Preis gesenkt werden. Das heißt, da gibt es Verkaufswillige, die stellen da ihre Immobilie rein und die senken jetzt dann, wenn das Haus nicht weggeht, den Preis. Also wir sehen, da kommt schon etwas ins Rutschen. Es ist eine Frage der Zeit. Warum muss die Fed da agieren? Eben weil zum Beispiel die Mieten massiv gestiegen sind, 17%. Warum steigen die Mieten? Weil die Hauspreise so stark gestiegen sind, die Vermögenspreise, also die Hauspreise. Und dann folgen die Mieten. Das killt die Leute, das killt sie, was die Wohnsituation betrifft, und es schmeißt sie faktisch aus dem Konsum raus. Kommen wir jetzt to something completely different, kommen wir zu China. Hier sehen wir höhere Daten wieder, CPI, also Inflation 1,5 zum Vormonat, 8,3. Die PPI, also die Erzeugerpreise, auch höher als erwartet. Die 10-jährige Rendite der Chinesen ist jetzt das erste Mal niedriger als die der Amerikaner. Das ist sehr, sehr interessant. Die Rendite der amerikanischen Anleihen sind ja massiv gestiegen in letzter Zeit. Shanghai, neuer Rekord wieder, über 26.000 Fälle. Wir sehen, dass eine Building Firm, nämlich Shenzhou, also eine Immobilienfirma, jetzt wieder mal eine Bondzahlung verpasst hat, also praktisch nicht in der Lage war, eine Anleihe zu bedienen. Und Huawei hat jetzt alle Aufträge in Russland storniert. Auch das eine sehr interessante Meldung. Ebenso wie, dass die Dinge in Shanghai offenkundig eskalieren. Die Leute sind teilweise offenkundig am Verhungern. Der Lockdown ist ja verlängert worden. Man geht davon aus, bis Anfang, Mitte Mai. Und die Leute drehen durch. Es gibt massenhaft viral gehende Videos, wo Leute hier aus dem Fenster brüllen, wir haben Hunger. Wo sozusagen Leute versuchen, einen Supermarkt auszurauben, weil sie sozusagen Hunger haben. Wir verhungern, schreien diese Leute. Das ist total krass, was da passiert. Da entgleitet etwas, da hat Xi Jinping und sein Regime den Bogen total überspannt. Das wird ganz, ganz negativ auf ihn zurückfallen. Das ist ein ganz fragiler Moment der chinesischen Geschichte jetzt der letzten Jahre. Denn das kann außer Kontrolle geraten. Kunshan ist eine Stadt jetzt mit 2 Millionen Einwohnern. Die ist jetzt auch im Lockdown. Information direkt aus China. Etwa 50 Kilometer von Shanghai entfernt. Hier sind viele taiwanesische Unternehmen oft im Bereich Semiconductor angesiedelt, auch ein deutscher Businesspark mit vielen Automobilzulieferern. Die VW-Werke in Chengdu sind jetzt auch dicht wegen fehlender Teile. Also wir sehen diesen Rattenschwanz, der das dann nach sich zieht. Das ist ein Riesending. Ebenso wie der Ukraine-Krieg natürlich. Immer mehr Berichte deuten jetzt darauf hin, dass bis 9. Mai irgendwie Putin was in der Hand haben muss. Er hat jetzt einen neuen Kommandeur ernannt. Er sieht, dass offenkundig beim Militär manches nicht so richtig läuft. Finnland und Schweden wollen jetzt so schnell wie möglich in die NATO rein. Wer kann es ihnen verdenken? Aber Putin hat gedroht, wenn das passiert, dann packe ich die Keule aus. Elon Musk will jetzt doch nicht dem Board of Directors angehören bei Twitter, also dem Verwaltungsrat. Das war bestimmt lustig. Ich glaube, er ist einfach schlichtweg nicht so kompatibel. Und auch die EZB hat sich geäußert. Ich hatte ja die ganze Zeit über die Fed gesprochen. Jetzt will man ein Kriseninstrument schaffen, so hat es Madame Lagarde gesagt, eben weil die Renditen steigen, auch für europäische Anleihen, vor allem für die italienische, die so ein bisschen der Gradmesser ist für den finanziellen Stress, der jetzt hier der Fall ist, auch in der Eurozone.
Sie sagt, es ist noch nicht klar gegenüber Bloomberg's Lagarde, wie das aussieht, aber wir wollen auf jeden Fall, dass die Renditen da irgendwie gedrückt bleiben. Das ist das Ziel der EZB, dass eben die Renditen nicht steigen, weil dann die Verschuldung immer teurer wird für die Staaten. Wobei, wir müssen auch sehen, lange Zeit hat Italien zum Beispiel 12-13% Renditen bieten müssen und ist nicht über den Jordan gegangen. Jetzt kommt ja hinzu, dass natürlich die Inflation auch diese Schulden auffrisst. Das darf man nicht vergessen, aber die EZB will auf jeden Fall hier agieren. Im Übrigen bin ich der Meinung, wir sollten die EZB abschaffen. Es ist eine Institution, die sich nicht wirklich weiterentwickeln kann, die uns nicht helfen wird in Sachen Inflation, die sich nur selbst reproduziert und an der Realität vorbeiläuft. Schafft die EZB ab. Ich hatte es in einem Artikel ja mal formuliert, und einen Hinweis will ich Ihnen geben, bevor ich Sie in diesen Montag entlasse. Globaler Aktienmarkt in den Startlöchern. Kommt da was nach oben? Da analysiert Rüdiger Born verschiedene Aktienmärkte, vom DAX über die Amis etc. etc. Hochinteressant. Wenn Sie da wissen wollen, wie die ganze Geschichte weitergeht, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste. Ich sage Servus und Ciao.